Hallo, hallo und guten Abend. Hier ist das alte E-Werk in Baden-Baden mit einer neuen Folge von Menschen der Woche. Ich begrüße Sie ganz herzlich und sage Ihnen jetzt was über meine Gäste und die Themen. Und dann gibt es noch... Bitte? Ach, du liebe Zeit. Die Gescheitles, meine Damen und Herren. Blaulicht. Ja. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Tata! Wo ist jetzt das Opfer? Da muss doch irgendwo einer liegen. Was? Ich bin fix und fertig. Das haben wir gleich. Vor die Wand, vor die Tour, yes, yes, yes. Vor die Wand, vor das Rieg, Geier 1 an Zentrale. Sind im Zielgebiet eingetroffen, keine verletzte Person auffindbar. End and over. Was machen wir jetzt? Wir suchen. Oh. Guckst du da Hanna unter den Tischle und ich guck da oben. Wie ich guck unter den Tischle? Da unter den Tischle krabbelst rum und guckst, ob einer liegt und ich guck da oben. Ja super, jetzt darf ich wieder das Drecksgeschäft machen. Kann ich da Hanna auf dem Dreck den Boden rumrobben? Ja, ja, ich bin beim Roten Kreuz, du bist bloß dabei. So haben wir es vorgestellt. Und, hast du etwas gefunden? Ich geb noch schon laut, wenn ich einen habe. Ja, ist ja gut. Such weiter, LSB. Such. Ich halt auch warten. Wo ist er? Bring ihn, bring ihn. Such. Ja. Wir sind der einzige Ortsverein im ganzen Kreis, der eine eigene Suchhundestaffel hat. Mein LSB. Die fänd immer ein Opfer. Wo ist sie denn jetzt? LSB, wo bist du denn? Hast du aber? Ach, da bist du. Da bin ich, du. Ein Patient hätte ich nicht, aber guck mal. Oh, ich habe ein Weizenbier gefunden. Oh. Und es stand so ein Dusel. Bloß eins. Du, ich muss mein Nest festhalten, gell? Prost. Trink einen Schluck, dann kriege ich auch. Hui. Und schon ist weg, hä? Schon ist weg. Ja, ich kann auch nichts machen, wenn mein Bauchnebel Wasser zieht. Dann weiß ich, dass eine Zapfenlage in der Nähe ist. Zapfenlage, du bist gut. Bauchnebel. Bei dem Trumpf von Nabel, da könnte der Feuerwehrkommandant ein ganzes C-Rohr schließen. Oh, nehmen wir mal die Brudel, guck mal, und er gibt bisher nicht auch noch gefunden. Oh, der ehrliche Verlierer kann es bei mir abholen. Ich steck's da in den Hosensack rein. Ich halt dich aus oben ein, nachher schnappt's. Hast du ein Witzli gemacht? Was will das bei dir schnappen? Mein Gott, Mama. Vor die Wand, vor die Tour, yes, yes, yes. Vor die Wand, vor das Rieg, A1, ein Zentrale. Keine verletzte Person gefunden. End and over. Super, so haben wir es vorgestellt. Klasse. Ja. Ich auf dem Boden, jetzt ist meine ganze Uniform dreckig. Morgen kann ich sie in die Reinigung bringen. Und für was? Bloß wegen deinem blöden Fehlalarm. Mensch. Das ist jetzt halt blöd gelaufen. Jetzt gehst du noch einmal und bringst auf jeden Fall einen mit. Wie? Ich gang noch mal. Ja, suchen. Such, Elspeth, such. Bist du der Suchhund oder ich? Ja, ich gang ja schon. Hab ich das Weizen gesoffen oder du? Such, oh, bringen. Oh, der hat mir gefallen, auf mitkommen. So hab ich einen gefunden, guck. Prima, sehr gut. Wie heißt? Sebastian. 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 Du wirst da nachgelegt. Sie macht eine stabile Seitenlagevorbereitung. Da hat der Kopf. Vor die Wand, vor die Tour, yes, 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 vor die Wand, vor die Rie. Zielperson gefunden, es ist der Sebastian. So. Zielperson wird zur ersten Hilfemaßnahmen vorbereitet. Er ist ansprechbar und noch außer Lebensgefahr. Ende over. Jetzt pass auf, jetzt kippen wir mal. Aber was machst du mit dem? Ja, stabile Seitenlage. Ist doch keine stabile Seitenlage. Oh, jetzt hat er mir den Busen verdrückt. Aber das macht nichts, der hängt sich bei dir wieder raus. So. Genau, linker Fuß aufstellen, rechter Fuß aufstellen, rechter Arm auf das linke Schulterblatt, Ellenbogen öffnen, dass eine Öffnung entsteht. Dann den linken Arm, den, wo haben wir den? Hast du den übrig, hä? Mein Gott, du immer. Weißt du ja alles besser, mit die große Hund zeichen will und der Fuß nicht aufbringen. Da gehört er nach. Genau, stimmt, da gehört er nach. Und jetzt den Fuß anwinkeln, durch den geöffneten Ellenbogen, am rechten Ohr zur stabilen Seitenlage einrasten lassen. Sebastian, mach dich mal locker, so gut es nicht. Komm, hör auf, das hat doch keinen Wert. Bringen wieder zurück. Wie bringen wieder zurück? Das hat doch keinen Wert, der ist zu steif. Hättest du ein bisschen geschmeidigerer bringen müssen. Da, der Herr Elschner, der wäre geschmeidiger gewesen. Nimm doch recht schön.
Sebastian, ich denke doch nichts von Ogut. Ja, der Herr Elstner hätte ich nehmen sollen, stimmt? So, komm. Die Gescheitles, meine Damen und Herren. Wenn ich ihn den genommen hätte, dann weiß ich, dass der eh, was ich daheim für einen Gruß stelle. Herzlich willkommen, die Gescheitles, das ist euer Applaus. Und jetzt müssen wir alle mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Das heißt, man muss verschnaufen. So ein Auftritt ist wahnsinnig anstrengend, wenn man in eine andere Rolle schlüpft. Aber ich möchte euch natürlich gerne vorstellen mit eurem zivilen Namen und wer ihr wirklich seid. Das ist Birgit Pfeiffer und Markus Neuweiler. Wo kommt ihr denn her? Ich komme gebürtig aus Affalterbach, Kreis Ludwigsburg, und wohne jetzt aber im Hohenloischen in Schöntal. Und Sie? Aus Fellbach Schmiede. Und seit wann arbeitet ihr zusammen? 22 Jahre sind es jetzt schon. Seit 22 Jahren geht ihr zur Fasnacht? Nicht nur Fasnacht, Kabarett. Wir sind eigentlich eine Kabarettgruppe, sind aber ins Fasnachtgeschäft mit eingestiegen. Wie ist das Ganze entstanden? Ich habe erst Solo-Kabarett gemacht und sie saß im Publikum und wollte dann von mir einen Text abkaufen. Und dann haben wir gedacht, nee, nachher kommt die groß raus und ich hock dann da auf meinem Ländle. Wenn, dann Mitspieler, und so sind wir dann zusammengekommen. Seither spielen wir zusammen. Von Haus aus sind Sie Bankkaufmann? Ja. Und heute ist es dann seriöser, Kabarettist zu sein? Genau, das versuchen wir. Genau. Und die ganzen Einfälle, die ihr so habt, das muss ja auch geübt werden. Da muss ja jede Sekunde sitzen, jede Pointe geübt sein. Habt ihr denn einen festen Auftrittsplatz, wo ihr wiederholt oft zu sehen seid? Ja, wir haben feste Kabarettbühnen, die wir uns immer wieder buchen. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Fesslermühle in Sersheim, ja, oder in die Scheunenwirtinnen in Bartholomä, okay, ja, oder das Dschungeltheater in Eppingen-Mühlbach, im Badischen. Also wir kommen im Ländle rum. Und wer euch jetzt gerne wiedersehen möchte, hat Gelegenheit, das ganz bald zu tun, am 11.2. sogar in der ARD. Mhm. Was ist da? Da ist Büt an Bord. Fasching tatsächlich, da eine Prunksitzung, wo in Friedrichshafen aufgezeichnet wird und dann im ARD gesendet wird. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich verstehe euch natürlich, weil ich im Badischen groß geworden bin und ich verstehe auch aber natürlich, Baden, wenn ihr, ja komm, seid mal nett zu mir, ja. Ich verstehe euch, aber was macht ihr denn in dieser Sendung in der ARD, damit man euch auch in Norddeutschland versteht? Gibt es da eine entschärfte Fassung? Nö. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also, wir schwätzen, so wie uns der Gusch gewachsen ist. Schwäbisch ist ja eine blumige Sprache, die versteht man dann auch. Und wir wollen auch nicht, dass die ausstirbt. Und gut, wir täten jetzt vielleicht nicht gerade Krombiere sagen, dann hätten wir vielleicht Kartoffel sagen. Aber alles übersetzen kann man auch nicht, ja, weil es gibt ja zum Beispiel der Klufermichel, da kann man nicht übersetzen als Sicherheitsnadel Michael. Das geht nicht. Geht, ne? Nicht. Wie, geht, wie heißt der Michel? Klufermichel. Aha, von der Klufe ist eine Sicherheitsnadel, die Öse von einer Klufe. Habt ihr noch mehr solche Beispiele? Also wir haben ja immer wieder auch Reingeschmeckte bei uns im Kabarettprogramm und die holen wir auch immer wieder ab, übersetzen teilweise. Und da fragen wir dann auch, wie sie jetzt übersetzen würde. Läuten Sie mal an dieser Klingel läutet, und läuten Sie nicht an jene Klingel läutet nicht. Ja, und das ist Schwäbisch. Geht dann eben, schelle sie nicht ein selber, schelle, selle, schelle, schellt nicht, schelle sie ein selber, schelle, selle, schelle, schellt. Ja. Das verstehen die dann auch alle. Also sie lachen zumindest. Oder zeichne mir ein Männchen auf das Blatt, dann sagen wir, wie sagen wir Schwaben, molle, molle, molline. Ist kurz, prägnant, viel schneller und geht genauso. Ab 40 soll der Schwabe klug sein, habe ich mal irgendwo gelesen. Gescheit. Ja. Gibt es dafür einen Grund? Ah, Lebenserfahrung. Das Häusle ist gebaut, noch nicht abzahlt, aber man schafft dran. Und da hat man das Leben schon Existenz aufgebaut. Und dann läuft's. Noch läuft's. Jetzt seid ihr ja die Gescheitles sozusagen in eurem Bühnenbüro, Beruf. Seid ihr auch privat ein Paar? Nein. Nur am Wochenende. Sie hat so schnell neu gesagt. Wär das so schrecklich gewesen? Ja, also ich finde es einfach toll, wenn man, können nicht viele behaupten von sich, dass sie zwei Frauen haben und das auch noch ganz offiziell. Und ich habe eine für Werktags und eine dann für Wochenends. Birgit, ja, bitte. 30 Sekunden Werbung über Markus. 30 Sekunden mal. Ui, die sind Also... Wie gesagt, wenn man ihn anguckt,
grauhaarig schon ein bisschen, meint manchmal auch alles besser zu wissen wie ich. Ist aber ein ganz guter Dinger. Wirklich vom Herz raus und immer spontan. Und das liebe ich an ihm. Und Markus, 30 Sekunden über Birgit. Ja, also was einfach auffällt, ist ihre Frisur. Immer toll hingerichtet. Ihr Schwertgusch, also sie sagt immer gerade raus, was sie meint, nicht irgendwie hinterrum. Und ein großes Herz, sieht man ja. Also, ich habe ein Handtuch mit drin, aber ist egal. Wie viele Auftritte habt ihr jetzt vor euch in dieser fünften Jahreszeit? Das sind eigentlich gar nicht so viel im Fasching, weil wir vom Kabarett kommen und die Kabarett-Sache wäre eigentlich so ein Jahr vorher gebucht. Dann sind viele Termine für Fastnachtsveranstaltungen schon vorbei. Aber so die Fernsehaufzeichnungen, jetzt ARD, SWR-Fernsehen und so, da sind wir auf jeden Fall dabei und noch der eine oder andere. Prunksitzungen halt zum Teil noch. Ja. Und jetzt habt ihr noch eine wunderbare Möglichkeit zum Schluss. Sagt etwas richtig Nettes über die Badener. Auf Wiedersehen. Birgit Pfeiffer und Markus Neuweiler, meine Damen und Herren, alles Gute für eure weiteren Bühnenauftritte. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.